What's poppin', Boys and Girls? Ich, Jacobo, freue mich sehr, dass ihr Teil meines neuen Videos seid. Es wurde sehr viel danach gefragt in letzter Zeit, weil das letzte Serienvideo schon extrem lange her ist. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist. Zum einen habe ich versucht, ein bisschen weniger vor der Glotze zu sitzen und zum anderen kamen so viele neue Staffeln von so geilen Serien. Ich sage nur Shameless, ich sage nur Modern Family, aber es sind 4 Serien an der Zahl zusammengekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die ich sehr, sehr doll genossen habe und die werde ich euch nun vorstellen. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte und die garantiert die meisten von euch schon längst gesehen haben, ist 13 Reasons Why oder im Deutschen auch Tote Mädchen lügen nicht. Ich werde dir gleich die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben endete. Wenn nur eine Sache irgendwo anders gelaufen wäre, dann wäre vielleicht nichts davon passiert. In 13 Reasons Why geht es um Hannah Baker. Bei Hannah Baker rechnet niemand mit etwas so Furchtbarem wie einem Selbstmord, aber eines Tages ist es soweit und Hannah nimmt sich in der Badewanne das Leben. Ja, Hannah hinterlässt allerdings nicht nur einen normalen Abschiedsbrief, nein, Hannah hinterlässt 13 Kassetten mit 13 Gründen, die sie dazu gebracht haben, sich selbst umzubringen. Jede Folge repräsentiert quasi eine Person mit einer Geschichte, die in Hannah Bakers Leben stattgefunden hat. Ja, mehr möchte ich ehrlich gesagt gar nicht verraten, weil sonst hier großer Spoiler-Alarm herrscht. Die Serie wurde ultra krass gehypt, also wer auf jeden Fall auf Teenie-Serien steht, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse, genauso wie ich. Also ich sehe es schon als eine Art fiktive Geschichte. Sie sollte schon auf gewisse Gefahren hinweisen, aber ich finde, dass manches so psychologisch eventuell nicht ganz Sinn macht, aber das war nur meine subjektive Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit der Serie. Es ist ein unfassbar spannendes Konzept. Es ist total gut durchdacht und gut durchstrukturiert und hat auf jeden Fall Suchtpotenzial für Leute, die gerne sowas schauen. Kommen wir zur nächsten Serie und das ist eine meiner absoluten Lieblinge. Und zwar handelt es sich um die Serie You, Me, Her. Wie oft haben Sie denn Sex? Wir haben gelogen. Da muss man lügen. Posaun auch nicht aus, dass es bei uns schon 2 Monate her ist. Das hast du. Aber gerade. Wenn ich meine Zunge in Emmas Mund stecke, würde sie bestimmt einen Lachanfall kriegen. Mach es mit jemandem, den du nicht kennst. Jemand, der nicht lacht, wenn du dich sexy fühlst. Ich meine, einen Escort-Service. Hi. Hey. Und schon sind wir angekommen bei der Polygamie, von der Jaco bis dato nie Ahnung hatte und endlich einen so wunderschönen fiktiven Einblick in dieses Thema bekommen hat. Und zwar handelt die Serie von Jack und Emma. Jack und Emma sind ein zugegebenermaßen sehr attraktives Paar in den 40ern. Was soll ich sagen? Ihre Ehe ist so ein bisschen eingeschlafen. Es läuft nicht mehr. So, richtig. Ja, und Jack beunruhigt das Ganze und dementsprechend gibt sein Bruder ihm den Tipp, er sollte sich mal wieder mit jemandem treffen, der ihm das Gefühl gibt, so richtig sexy zu sein, damit er so in Fahrt kommt und das wieder mit nach Hause nehmen kann. Dementsprechend hört der total gutgläubige Jack auf diesen Rat und trifft sich mit einer Escort-Dame namens Izzy. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, was in den einzelnen Situationen passiert, weil ich will auch nicht so viel spoilern, aber das Ganze wird auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren und sehr, sehr strange, weil Izzy, Emma und Jack dann auf einmal zu dritt. Also es entwickelt sich eine polygame Dreiecksbeziehung. Es ist auf jeden Fall, ich will nicht zu viel wegnehmen, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr skeptisch an diese Serie rangegangen irgendwie, weil ich bisher keine Berührungspunkte zu diesem Thema habe und ich mag immer Serien, die so meine Wahrnehmung von was verändern. Und es war so schön, es ist so spannend, es hat Suchtpotenzial und es ist so verrückt, diesen 3 Menschen dabei zuzugucken, wie sie sich ineinander verlieben, aber auch wie es Konflikte natürlich gibt, weil wie wir wissen, 3 ist oft einer zu viel. Ich bin nach 2 Folgen total süchtig gewesen. Eine absolute Serie mit Suchtfaktor. Aber ich kann einfach nur jedem von euch raten, schaut einfach mal rein. Vielleicht findet ihr die Serie genauso geil wie ich. Es war sehr schön. Und es gibt jetzt 2 Staffeln. Die 2. ist gerade neu rausgekommen. Das sind 5. Die gibt es nicht. Nein, leider nein. Aber es gibt 2. Nicht eine, sondern 2. Next one! Die nächste Serie.
Wow. Das ist eine Serie, bei der ich mir am meisten sicher bin, dass nicht so viele sie gesehen haben, weil sie wahrscheinlich nicht so viele Menschen reizt, wenn man vielleicht bei Netflix so darüber scrollt. Ich weiß nicht, ob ich die Serie noch besser finde, weil ich sie zu einem Zeitpunkt geguckt habe, wo es mir nicht so gut ging und wo ich genau sowas gebraucht habe, aber sie hat mein Herz mit so viel Freude erfüllt, dass ich nicht drum rumkomme, sie euch vorzustellen. Und zwar geht es um die Serie Der Tatortreiniger. Mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Was machen Sie beruflich? Tatortreiniger. Wie? Tatortreiniger. Was für ein Neger oder was? Hä? In dieser Serie geht es um Schotti. Schotti kennt ihr vielleicht, der Ernie von Stromberg, ne? Also ist für mich ja schon so ein kleines Qualitätsmerkmal, weil ich den super witzig finde einfach. Schotti ist Tatortreiniger. Das bedeutet, er ist derjenige, der nach der Polizei und nach der Spurensicherung kommt und den ganzen Dreck wegmacht. Jede Folge steht für eine Tatortreinigung von Schotti. Schotti kommt immer alleine, dann mit seinem Wagen an und trifft dann an diesem Tatort natürlich auch immer die Hinterbliebenen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber diese Serie hat einfach so viel Spaß gemacht, weil Schotti ist so ein richtig bodenständiger Typ, ja? So, der kommt dahin, der arbeitet und um Punkt 12 gibt's die Stulle und er wirkt sehr einfach, aber er hat sehr viel eine sehr praktische Intelligenz, eine sehr praktische Weltanschauung, die aber immer so voller Herz und Mitgefühl ist, dass man irgendwie immer denkt, wow, der von gegenüber von Schotti ist zum Beispiel jetzt eigentlich gerade viel gebildeter. Aber trotzdem hat Schotti recht, weil Schotti sagt einfach, wie es ist. Ja, und diese Art von praktischem Denken und von Herz hat mir so viel Freude bereitet und mir so eine schöne Zeit bereitet, dass ich euch die Serie nicht vorenthalten möchte. Wie gesagt, ich glaube, sie ist nicht für jeden was. Ja, ich weiß auch nicht. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Ich hatte sehr, sehr großen Spaß damit und habe gegen Ende der Serie wahrhaftig entdeckt, dass da so einiges an Gesellschaftskritik und so unterwegs ist, ne? Also so ganz doll verflochten. Also falls ihr so weit guckt, dass ihr bei der Folge anguckt, ankommt, wo Schotti in einem Unternehmen ist, wo Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, dann denkt an mich, ja? Dann denkt an mich und schreibt mir eure Meinung. Also das war für mich einfach eine Darstellung des gesellschaftlichen Leistungssystems gegenüber einem Mann, der einfach weiß, wie der Hase läuft. Ja, ihr könnt gerade gar nichts damit anfangen, denn ihr habt die Serie nicht geguckt, aber ja, ich will nicht groß drum rumlabern. Der Tatortreiniger, mein Herz schlug hoch. Kommen wir zur letzten Serie, die ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist eine Mystery-Thriller-Serie. So nennt es zumindest das Internet. Ich habe eben nachgeguckt, weil ich nicht wusste, was für ein Genre ich dem geben soll. Und zwar handelt es sich um The OA. Und die, die sie noch nicht geguckt haben, sollten ihr definitiv eine Chance geben, weil wow. Sie ist unsere Tochter. Wer sind diese Leute? Aber jetzt gerade sieht sie uns zum ersten Mal. Vor 7 Jahren, als sie spurlos verschwunden ist, war sie blind. Erinnern Sie sich an irgendwelche Ereignisse, die zu ihrem Verschwinden führten? Ich bitte euch jetzt, eure Augen zu schließen. Ich möchte, dass ihr euch all das vorstellt, was ich euch erzähle, als ob ihr selbst da wärt. Als ob ihr ich wärt. Es wird super schwierig und ich werde sehr wenig Informationen geben können, weil jede Information, die eigentlich interessant wäre und euch dazu bringen würde, die Serie zu gucken, würde dermaßen spoilern, dass sie euch so viele schöne Momente und spannende Momente wegnehmen würde. Aber ich gebe mein Bestes, okay? Bei The OA geht es um Prairie. Prairie ist ein blindes Mädchen, das von Adoptiveltern großgezogen wurde und eines Tages verschwindet. 7 Jahre später taucht sie auf, samt ihres Augenlichtes. Sie kann auf einmal wieder sehen. Da steht natürlich die große Frage im Raum für die Polizei und auch für ihre Familie. Wo ist Prairie gewesen? Und Prairie spricht nicht wirklich darüber. Ja, und dann im Laufe der Folgen wird aufgeklärt, wo sie gewesen ist und was passiert ist. Und ich kann euch nicht sagen, was, weil es euch die ganze Spannung wegnehmen würde. Aber es ist auf jeden Fall ultra abgefahren. Es ist so eine Mischung aus Spiritualität und Wissenschaft oder beidem, unerforschter
Dinge, die spirituell genannt werden, aber wissenschaftlich sind. Es geht um diesen unerklärlichen Bereich zwischen Leben und Tod, Nahtoderfahrungen und so weiter und so fort. Ich sage euch, wenn ihr auf spannende Sachen steht, wenn ihr auf mystische Sachen steht, ich habe das Wort gefunden, dann schaut euch auf jeden Fall The OA an. Einer meiner absoluten Favoriten. Es war einfach wunderschön und viel zu schnell zu Ende, aber ich hoffe, dass es bald weitergeht. Ja, wow. Entschuldigung, Tardis. Es ist so traurig, dass ich dich nicht immer wieder vorstellen kann. Ja, Leute, das war es from my side of the story. Wie immer bitte ich euch darum, eure Lieblingsserien und Vorschläge unten in die Kommentare zu setzen. Und ich möchte noch einmal sagen, weil ich jedes Mal total aufgeregte Nachrichten und Kommentare bekomme. Jaco, das kann nicht sein. In deinem Video hast du nicht Pretty Little Liars empfohlen und Vampire Diaries und Game of Thrones und Shameless und dies. Leute, ich kann euch beruhigen, dieses Video ist Teil eines Formats und in den letzten 4 Jahren kommen alle paar Wochen Serienvideos, in denen ich natürlich nicht immer wieder wiederholt sage, oh mein Gott, ich weiß noch damals, Vampire Diaries, das war einfach so toll. Dementsprechend keine Sorge, falls ihr wissen wollt, was ich zu anderen Serien gesagt habe oder ihr noch mehr Serienempfehlungsvideos schauen wollt, weil ihr weitere Inspirationen braucht, dann verlinke ich euch hier die Serienempfehlungs-Playlist. Ich gehe jetzt weiter Modern Family schauen, ihr kleinen Würmchen in Türmchen.